Und hier ist Caro Daur. Mittlerweile geht mir das schon total. Ich finde es ganz natürlich mittlerweile, das so zu machen. Ich fühle mich gar nicht mehr so Nena-mäßig, wenn ich das mache. Ich fühle mich ganz normal mittlerweile, wenn ich so sage, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich weiß, was wir zu schätzen. Ich habe gerade schon gesagt, du bist super fit. Ich versuche mein Bestes. Ja, genau. Und du gibst eben anderen auch die Möglichkeit. Die Gyms sind zu, das werden wir später noch hören von Ralf Möller, dass die zu sind und wieder aufmachen sollen. Aber es ist ja nun mal Fakt. Man muss, wenn man jetzt fit bleiben will, irgendwie sich selber disziplinieren. Das geht zu Hause ganz gut. Aber am besten geht es natürlich, wenn man angeleitet wird durch zum Beispiel ein Fitnessprogramm. Und dann macht das hier. So machst du das, ne? Ja, also ich mache halt dieses E-Book, ich mache YouTube-Videos. Ich versuche jeden Tag selber irgendwie joggen zu gehen oder was auch immer. Ja, mich irgendwie abzulenken oder ja, die Langeweile zu vertreiben, klappt mehr oder weniger. Genau, und ich habe mir überlegt, warum soll da nur einer abkassieren, warum nicht auch ich? Ne? War so mein Gedanke. Ja. Und deswegen habe ich mir auch ein Fitnessprogramm ausgedacht, das heißt Pumping Umlauf. Und ich bin mir sicher, dass es ein sehr gutes Fitnessprogramm ist. Ich bin mir aber auch sicher, dass viele Leute das jetzt erstmal nicht ernst nehmen und sagen, was will der dicke alte Mann mir denn beibringen? Ich kann eine Menge beibringen, aber ich brauchte dich als Medium. Du hast dafür gesorgt, dass dir Leute zuschauen, das, was sie auch machen, ne, und mit dir praktisch Sport machen. Aber im Hintergrund war ich und habe dich angeleitet und habe durch dich mein neues Fitnessprogramm an den Mann und an die Frau gebracht. Das können wir uns jetzt anschauen und recht herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Es ist mir eine sehr große Ehre. Wie war es für dich? Unangenehm, aber ja, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Wie das so ist, Sport. Unangenehm und am Ende fühlt man sich toll, wenn es vorbei ist. So ähnlich war das auch an diesem Tag. Großer Applaus an dich, liebe Caro. Das war ein harter Tag. Ja, ich habe gelitten. Und es hat eine Sache, die hat es, glaube ich, da jetzt nicht reingeschafft. Das hast du gerade selber noch angesprochen, dass du ganz am Anfang des Programms hast du gesagt, also um dich selber praktisch noch mal herauszufordern, weil du so super fit bist, trinkst du morgens meistens vorm Training gern mal ein Bier? Gern mal eine Pilsette. Eine kleine Pilsette, damit du praktisch überhaupt noch was hast zum Wegarbeiten, ne? Genau. Ja, so. Also vielen herzlichen Dank erstmal, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber was ich auch sagen möchte ist, es gibt ein richtiges Programm von dir, das geht vielleicht in diesem ganzen Quatsch ein bisschen unter. Und wenn man das macht, dann wird man wirklich fit, ne? Und das heißt Dauerpower und das gibt es wirklich, ne? Was mich wirklich interessieren würde, gab es Übungen von Klaas, wo du dir vorstellen kannst, dass du die da integrierst in dein Programm? Der Holländer, der war gut. Den Holländer, oder? Ja. Dachte ich nämlich auch. Den war nicht gut. Ja, ein verzweifelter Holländer. Den habe ich mir selbst ausgedacht. Du hast mich einfach da hängen lassen. Ich habe gesagt, der Holländer, ja. Nee, das ist so eine Methode, das kommt aus der Pädagogik, dass man Leute erkennen lässt, was in ihnen schlummert. Ja. Für welche Muskelpartien wäre der wichtig? Wenn man den nachmachen will zu Hause? Das ist für den Bauch. Ah ja, vielleicht teste ich das mal. Ja, ja. Der verzweifelte Holländer. Rot für Dame. Rot für Dame. Ja, deswegen, also ich kann, mir bleibt nur über zu sagen, recht herzlichen Dank, liebe Caro. Ich hoffe, du kommst mal wieder zu uns. Du bist herzlich gerne immer wieder hier gesehen. Das heißt, wenn es mal etwas Neues gibt, was ich kaputt machen kann aus deiner Karriere, dann komm bitte vorbei. Mach doch mal was mit Mode, Klaas. Vielleicht könnt ihr da dann vielleicht mache ich auch mal was mit Mode. Warum denn nicht? Na klar, da würden sich einige im Team freuen, wenn ich mal was mit Mode mache. Naja, egal. Also, ich sag erstmal herzlichen Dank. Dankeschön. Bei uns heute Caro Daur!